Hallihallo, zurück zu Part 29 und an meiner Seite wieder Jackie X. Hi Leute. So, das ist dann zweiter Part hintereinander mal. Ja. Seltenst und Mann! Ich will mich doch zurückverwandeln. Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht verrückt fahren? Flying on the wings of love. So. Und dann sind wir wieder dicker, fetter Bär. Mit Vogel im Rucksack. Mittlerer Bär. Ja. Ist er nicht. Aber ich frage mich mittlerweile, wie Kazooie eigentlich in den Rucksack reinpasst. Ich auch. Aber wir wollen uns damit nicht aufhalten, weil das ist eine ungeklärte Frage, die wir niemals erfahren werden. So, und jetzt, will ich nicht wissen. Will ich gar nicht wissen. So, und jetzt irgendwie einen Eingang suchen. Oh, ich brauche die Dinger nicht mehr. Du erschreckst dich immer wieder vor ihm. Lass mich. Und meine Eier haben ja genug. So, und ab in den Winter. Und falls wir danach im Winter uns Sachen fehlen, werden wir die einfach noch nachträglich suchen gehen. Auch wenn das dann nochmal ein bisschen dauert, aber... Alter! Oh. So, Steuerung. Winter ist da drüben. So, und... Ja, meine Freunde. Ich mag ihn. Wow! Stirbt. Nein! So. Mein Leben auch wieder komplett aufgefüllt. Und so. Juhu! Willkommen im Winter! Jetzt wird's wieder kalt. Und die ganzen... Blumen sind jetzt abgestorben. Blumen tot. Das so, so. Jetzt werden wir uns, was machen wir als erstes? Erstmal zu Irie gehen. Ja, und, ich höre dich schon. Da sind sie. Und zumindest gibt es keine Gegner mehr, die aus Löchern purzeln jetzt. Richtig. Aber dafür gab es viele Schneemänner! Das war klar. Richtig, jetzt schießen sie. Kommt mal ein Bienenstock eigentlich noch rein? Nö. Ich glaube nicht. Na, können wir später nachgucken. Oh nein, die Rutschpartie. Freezy Peak war mir da irgendwie lieber. Man muss bei der zu viel hoch gerne. Wobei ich finde das Level einfach schöner mit Freezy Peak. Ja, ist schon cool, weil es da so viele Jahreszeiten gibt und einfach recht viel zu machen und. Ja, und. Das Haus ist fertig. Ja, ist fertig, aber. Reinkommen tun wir trotzdem nicht. Also sind hinten was versteckt. Diesmal nicht. Gibt's eigentlich in dem Level einen Hexenschalter? Ja, aber ich weiß bloß nicht mehr wo. Weil es der letzte, das letzte Puzzleteil in der Überwelt. Und, wow! Don't die! Wow, Rutschpartie! Ja, der pennt wahrscheinlich jetzt, ne? Ja. Lass mich mal rein. So, lass mich mal rein. Ich will mal gucken, wie du pennst. Es schnarcht. Eicheln. Ja, der ist ja wahrscheinlich wieder alle leer gefuttert. Ich wollte gerade sagen, der kann auch irgendwie nur an Eicheln denken. Okay, hier gibt es anscheinend doch nichts mehr groß. Schade. Dann geht's wieder raus. Ja. Der Baum ist ausgestorben. Todes Baum. Oh mein Gott. Spreng. Wow. Noten! Noten! Gut, Aber erst Vogel. Vogel. Wow, ein großer Vogel mittlerweile. Richtig. Schaue mir zu, wie toll ich fliegen kann. Ich bin jetzt ein ausgewachsener Adler. Schön für dich. Und ciao, man sieht sich dann irgendwann wieder, hoffentlich. Ja, das Puzzleteil herkommt, will ich auch nicht wissen. Ich auch nicht. Ich hab... Für dich, Mann. Hier ist sie. Oh, oh. Das Ding hat wirklich dabei gefurzt. Oh, jetzt ist mir... jetzt ist mir schlecht. Also, Irie, kannst du die nicht beherrschen, oder was? So, uns fehlen dann immer noch zwei Chinchos. Warte mal auf. Ich bin aber überfragt, wo die momentan sind, wieder. Naja, wir werden sie schon finden. Irgendwo werden sie sein. So, und hoch, und...
Gehen wir mal da rein kurz. Vielleicht sieht da ja was verändert mittlerweile. Auch wenn ich nicht dran glaube. Nö. Das einzige Grün in dem Level. Was sind eigentlich die Dinger da? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts mehr, okay. Gehen wir da raus und gehen nach unten. Beziehungsweise werden jetzt endlich mal einen Flattermann machen. Und versuchen, Schneemänner zu töten. Da hab ich wieder was zu tun. Stirb. So, Oh. Nimm die goldene Feder noch mit. Gute Idee. Weil ich glaube, die letzte. Banjo-Job! Aber sie, wenn ich nicht so viel hab. So, wo sind wir denn jetzt? Keine Ahnung, aber du musst noch drüben drauf. Ja, wie kommt man denn nochmal drauf? Hm? Nochmal, es müsste ein Jump reichen. Ja, durch das Rekord ist genau. Jo. Und eine goldene Feder. Und jetzt machen wir einen Abflug. Das Beste ist einfach nur, dass die Pflanze sich bewegt. So, und ihr dürfen. Ihr dürfen, Fischer. Oh nein, Treffer. So. Nummer 1 hat's erwischt. Und da gibt's ein Loch, da müssen wir später noch rein. Ja. Aber ich glaube, da gibt's doch ein Wabenteil, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, also nein. Wo in dem Level die Wabenteile sind, weiß ich. Ah, gehen wir mal bei Mumbo vorbei. Gibt's was zu lachen? Wow, 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 wow. Mumbo. Nein, Mumbo ist, glaube ich, ausgewandert. Stimmt, da sprichst du ja mit dem Ding. Mumbo ist im Urlaub. Kommt im Frühling wieder. Klappe. Oh, hey, bist du unfreundlich. Erst gibt er dir Informationen, dann tötest du ihn. Warum auch nicht? Ist der Mafia, oder wie? Nö, aber warum sollte ich das nicht tun? Federn sind auch wieder voll. Da können wir natürlich weiterfliegen. Ja. Und hier gibt's auch nichts mehr groß. Nur noch Leben. Ja, wieder raus. Der Winter finde ich irgendwie auch ein bisschen nervig, keine Ahnung. Da gibt's eigentlich ziemlich wenig nur. Wollte gerade sagen, bis auf Schneemann natürlich ist hier nicht viel los. Ja. Der nächste Schneemann muss jetzt dran glauben. Und für was brauche ich jetzt noch Mumbo Rattle? Das ist für die, die vorher nicht ordentlich gesammelt haben. Mit dem Bienenstock passiert. Das sieht so vergammelt aus. Bienen mögen keine Minde. Ah, da gibt's nur. Ein Mumbo Rattle. Naja, gucken wir mal. Schneemänner. Schneemännchen. Schneemännchen? Irgendwo hat mich doch einer beballert vorhin. Ja, oh, Hexenschalter! Da ist er. Ich wusste doch, es gibt einen. Alter! Das war nichts. Ich glaube, ich mach gleich nochmal eine Drehung für dich. Machen wir erstmal den da oben tot. Mann, ey. Du und Schneemänner. Eine Note. Bärenleben. Stirb. Und ein Leben. Da gehe ich jetzt mal runter. Ja. Leben haben wir eigentlich ja genügend, aber kann nicht schaden. Richtig. Erst richtig nehmen bleiben. So, jetzt brauche ich wieder eine Flugplatte. Müssen wir wieder runter. Richtig, dann müssen wir wieder runter. Juhu, let's rutsch. Let's rutsch. Let's rutsch. Auch mal eine Idee. Auch besser Mario. Die ganze Rutschbahn. Dum, wo bin ich eigentlich? Ah, da ist der See. Was gibt's denn da eigentlich jetzt zu holen? Das... Tauchen in das Eiswasser hinein. Deine Luftreserven werden bald am Ende sein. Was gibt's da eigentlich? Aber nein, wieder raus, Mann. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Raus. Scheiße. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Raus! Keine Ahnung, was es da gibt. Jetzt guck ich von oben. Dreh, hey, Frostbeule. Frostbeule. Dreh. Wow. So, gucken wir mal, was es da eigentlich gibt. Warum sollen wir da runtertauchen? Und auch noch so weit weg. Da ist wieder der Eingang, aber kommt man da wieder hoch? Ich weiß es nicht. Aber kann es sein, dass du in die andere Richtung bist, also, Sommerschalter. Nein, Herbstschalter. Herbstschalter war. Ich weiß es nicht, wir gucken später einfach nochmal nach. Tauchen wir später nochmal ein. Ja, jetzt machen wir erstmal nochmal ein bisschen die Flatter. Ich gehe jetzt erstmal die Schneemänner. Ho, ho, ho. Schneemännerklappe, die dritte. Ja. Da sind sie tot. Da oben ist einer.
Da sind auch wieder Noten. Oh, die Jacke. Guter Tag. Machen wir erstmal die Noten wieder. Noten sind wichtig. So, das ist ein Banjo-Kazooie. Wow. Ja, dass man am Schluss alles reinschalten. Ja. Oh. Papa. Da hinten sind nochmal zwei. So. Hup. Und. Und weiter geht's. Der nächste Schneemann muss dran glauben. Zadu. Oha. Zu tief. Zu hoch. Und ich habe langsam keine Federn mehr. Mist. Jetzt aber. Treffer. So, jetzt haben wir langsam ein bisschen Federmangel. Schon so? Das ist schlecht. Wo bist du? Nein, dann muss hier oben noch sein. Dum 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 dum. Das war Pech. Jetzt. Zu tief. Ist ja gut. Jetzt aber. Und Hexenschalter. So, der Hexenschalter. Damit können wir auch das letzte Puzzleteil draußen freischalten. Bam. Wo taucht das wohl auf? Ach, stimmt. Jo, ganz da oben. Da oben. Gut, und da werden wir dann später auch hingehen. Richtig. Und jetzt ist die Frage, was gibt es hier noch zu erledigen? Schneemann haben wir scheinbar alle getötet. Wirklich? Hast du schon alle? Ich würde sagen, ja. Na, ja, gehen wir einfach mal hoch. Nochmal. Also, ich höre zumindest mal keine. Nein. Ich kann ja nichts hören. Ja, ich höre nur. Ich kann meine schöne Musik nicht hören. So, Wow. Wow. Oh. So, jetzt gehe ich noch aufs Dach da, weil da waren noch Noten. Dann fehlen mir aber trotzdem noch ein paar Nötchen, ne? Hast du dir im Herbst alle aus den Blumen geholt? Ah, nein, da fehlen ja noch. Genau. Danke für die Erinnerung. Bitte, das Welken hatte ich dich von den goldenen Federn erinnert. Was war das? Was war das? Wo bin ich? Tot. Am Arsch. Mann, ey. Naja, jetzt... Ah, ja. Das reicht nicht ganz in der Höhe, oder? Nein, das reicht gerade nicht. Mist. Das reicht nicht. Dann gehen wir jetzt nach unten und ich mache im nächsten Part dann weiter. Oder so. Oder so. Ich habe keine Flügel mehr, Federn mehr, das heißt, ich muss irgendwie überlegen, wie wir das machen. Okay, Moment, ich mache gleich mal ins Speicher-Ding, Bums, ich speichere gleich mal kurz. Also ich wundere, dass das Bild gehangen hat, kurz. Weil, ich gehe jetzt da runter. Hehe. Und guck mal, ob man noch durch das Loch kommt. Und falls wir sterben, kann ich die Datei jederzeit wieder laden. Ist das geschummelt? Fast. Aber nicht richtig. Also das darf ich noch. Welche Let's Player machen das nicht? Wenige Let's Player machen das nicht. So, was gibt's denn da unten eigentlich jetzt mal? Da hinten gibt's nichts. Wir müssen wirklich, glaube ich, durchs Loch. So, jetzt schwimmen wir mal. Wenn wir sterben, dann sterben wir würdig. Biber! Wo war das Loch vom Biber? Da. Gucken wir mal, ob da drin noch was ist. So, jetzt schwimmen wir mal zum Biber hoch. Bei ihm wird es wahrscheinlich kuschelig warm sein. Richtig, ganz voll. Oder? So in der Art. Ja. Ups! Ah, da oben ist schon mal unser erste Wabe. Eine fehlt uns dann noch. Und die Frage ist, wo ist die? Na, wie auch immer, wir werden jetzt hier den Part. Und perfekt. Bär und Biber verabschieden sich. Bär und Biber und verabschieden sich. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wer ist Biber? Knaufti. Knaufti ist Biber. Achso, wer hier Bär ist, ich bin Bär. So klar. Dann muss ich immer Biber sein. Ich ja. Bär sein. Ich will Kassel, dann bin ich Kazooie. Okay. Dann ist der Bär, dann ist der Knaufti ist dann Kai.
Dann bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, wenn es heißt Let's Play Banjo Kazooie Part 30 und dann auch wieder ohne Jackie. Leider. Bis dann, ciao!